Japan, Mitte des 17. Jahrhunderts. Aois Ginosuke, ein junger Samurai aus ehemals angesehenem Hause, wurde Opfer einer Intrige. Nach Verbannung und vielen überstandenen Gefahren wieder heimgekehrt, lebt er nur für die Verwirklichung seines Racheplans. Alle Schuldigen an seinem und seiner Familie Unglück sollen mit dem Tode bestraft werden. Aois Ginosuke hat zwei Helfer und Vertraute. Prinzessin Mabi, seine Geliebte, und Gentatsu, den Leidensgefährten von der Gefangeneninsel. Von seinen Feinden sind nur noch zwei am Leben. Hisenya, der Kaufmann, und Judayu, sein Todfeind, der ihm einst seine Braut Miyuki neidete und der Urheber seines Unglücks ist. Der geheime Bund der Christen, der seit dem Shimabara-Aufstand von Oyu angeführt wurde, löst sich auf. Zum letzten Zusammentreffen ist Ginosuke eingeladen, aber das ist eine Falle. Der geheime Treffpunkt wurde verraten. Oyu opfert sich für den Mann, den sie liebte. Und auch ihr Bruder Ukyo geht in den Tod. Ginosuke entrinnt der Gefahr. Mizuno Juro Saemon, der Oberste der Hofsamurai, der mit seiner Truppe über die Sicherheit Kameya Jureyos wachen soll, ist endlich in sein Haus zurückgekehrt. Wo bist du nur gewesen, Bruder? Alles macht sich Sorgen über dein Verschwinden. Herr Sakabe und Herr Asashina waren hier. Sie haben einen Brief für dich hinterlassen, weil du nirgends zu finden warst. Warte, ich hole dir den Brief. Ich brauche ihn nicht mehr zu lesen. Alle tot. Sakabe Sanjuro, Asachina Dampe. Namakusa Ukyo auch. Er war übrigens der Bruder von Namakusa Shiro, dem Anführer der Shimabara-Rebellen. Aber er hatte sich von den Aufständischen losgesagt. Ukyo empfand seine Herkunft als Makel. Durch besondere Taten wollte er sich davon befreien. Er gab sich anmaßend und selbstbewusst. Der Ehrgeiz zerfraß ihn. Doch er war nicht schlecht. In der Stunde der Gefahr verteidigte er seine Schwester gegen eine Übermacht. In die Enge getrieben, machte er seinem Leben ein Ende. Miku. Was ist dir? Hast du ihn geliebt, diesen Ukyo? Schwesterchen. Oyo. Ukyo. Tioma. Sanjo, Dampe. Gehörten die beiden nicht zu der Truppe, die dich nach Nikko begleitet hatte? Ja, anfangs habe ich sie gehasst, sie als meine Gegner angesehen, doch später habe ich meine Meinung geändert. Zu spät musste ich feststellen, das waren sehr anständige Leute.
Jetzt sind sie tot und ich fühle mich schuldig. Ei, denk nicht daran, Skinoske. Denk lieber an die vielen Jahre der Verbannung. Du darfst jetzt nicht schwach werden, ne? Du hast recht. Judayu ist der wahre Schuldige an allem Schrecklichen, was geschehen ist. Nur er. Er ist der Urheber des Bösen. Bei ihm hat alles seinen Anfang genommen. Judayu muss endlich sterben. Ja, und zwar bald. Aber bevor er ins Gras beißt, wollen wir da nicht versuchen, seinen Plan mit der Goldinsel aufzudecken, außerdem die Sache mit der Explosion. Das wäre gut. Als wir in Judayus Haus waren, um meine Mutter zu retten, habe ich gesehen, dass er eine Ladung Schießpulver dort im Zimmer angebracht hatte. Wollte dieser Schuft doch tatsächlich die beiden Frauen und dich in die Luft sprengen, wäre Mizuno nicht gewesen. Auch das Schiff der Firma Kinokia ist durch eine Explosion zum Sinken gebracht worden. Gewiss hatte Judayu dabei seine Hand im Spiel. Ob Sprengstoff auch bei der Sache mit der Goldinsel eine Rolle spielt? Sicher. Das glaube ich sogar ganz bestimmt. Ich glaube, am liebsten würde Judayu alles in die Luft sprengen. Ich will noch einmal zu Frau Akori gehen. Kann sein, ich erfahre was. Ist das wahr, Rionosuke? Du wolltest mich wirklich wiedersehen? Ja. Bitte verzeihen Sie mir. Aber du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen. Ich freue mich sehr, dass du solche Sehnsucht nach mir hattest. Teure Frau. Ich mag diese förmliche Anrede nicht. Akori bin ich für dich. Akori-sama. Und wie ist Ihr wertes Befinden heute? Ach ja, 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 der Bauch, oh ja, oh, da tut weh. Fängt das wieder an, er hat etwas gebracht. Entschuldigung. Oh, je. Mavi treibt es hoffentlich nicht allzu weit. Sie wird wahrscheinlich sehr liebebedürftig. Oh, gewagtes Spielchen. Und wenn es ernst wird? Prinzessin, was dann? Mach bloß deine Sache gut. Verzeihung, darf ich reinkommen? Oh ja, natürlich gern, ja. Oh. Die Herrin hat mir aufgetragen, Ihnen Kräutertee zu reichen gegen Ihre Schmerzen. Kräutertee? Nein, vielen Dank, ich brauche keinen Tee. Mir geht es schon bedeutend besser. Oh, der Schmerz ist fast weg. Ja, diese Art von Kräutertee ist immer willkommen. Oh, der wird seine Wirkung nicht verfehlen. Vielen Dank, deiner Herrin. Na, was ist denn? Weshalb bist du denn gekommen? Ich denke, du hattest Sehnsucht. Ja, aber... Aber? Ich fürchte nur, dass wieder dieser eifersüchtige Alte auftaucht. Welcher Alte? Ah, Tatewaki. Nein, keine Angst. Er kann uns nicht stören. Er ist abgereist. Er ist unterwegs nach Sado. Hisenmaru heißt das Schiff, auf dem er fährt. Hisenmaru? Gehört das Schiff Hisenya dem Kaufmann? Ja. Kennst du ihn denn, diesen Hisenya? Nein. Er ist ein ekelhafter Kerl. Ich kann ihn nicht ausstehen. Er denkt, für Geld kann er alles haben. Oh, sogar mich wollte er besitzen. Akori-sama, Sie auch? Ja. Akori-sama, ich bin erschüttert, eine edle Frau wie Sie. Das gerade war es ja, was ihm gefallen hat. Wie er sagte, war es schon immer sein Traum, eine schöne Frau aus edler Familie zu erobern. Nur ein Mann, der ihrer wert ist, soll sich ihrer Gunst erfreuen. Das ist lieb, wie du das gesagt hast. Sei ganz beruhigt. Ich würde mich nie von so einem anfassen lassen. Wenn ich mir das vorstelle, Akori-sama, sie in den Händen,
eines solch groben, unverschämten Mannes. Ich werde einfach rasend vor Wut. Oh, du bist wirklich ein netter Junge. Eins kann ich dir versprechen. Wenn Isenia Tokube von Sado zurückkehrt und bei mir anklopft, ich lasse mich verleugnen. Ich werde ihn nie wieder empfangen. Isenia und Tatewaki sind also weit weg. Was erschrecke ich denn? Ist ja wunderbar. Wir werden also heute nicht gestört. So ist es, Liebster. Wir haben viel Zeit. Schick deinen Vater nach Hause. Jetzt gleich. Und bleib heute hier. Gern. Aber... Kein Aber. Schau her. Hast du so etwas schon mal gesehen? Das ist ein Goldbarren. Er soll dir gehören, wenn du recht lieb zu mir bist. Übernachten? Ah, das geht doch zu weit. Besser gesagt, das können sie überhaupt nicht riskieren. Sieh zu, dass du Skinoske schnell erreichst. Er soll hier ein bisschen Unruhe stiften. Und in der Zeit wollen sie verschwinden? Ja. Wozu denn so viel Umstände? Sie haben doch schon genug erfahren. Lassen Sie uns doch einfach abhauen und fertig. Nein. Bei ihr liegt etwas, was ich unbedingt mitnehmen muss. Also wichtig. Gold, ein Goldbar. Hä? Also gut. Wie viele Diener sind im Haus? Hauptsächlich gibt es Dienerinnen, hübsche. Samurai habe ich heute kaum gesehen, nur Dienerinnen. Sehr gut. Herrin, Herrin! Was störst du uns denn? Verstecken Sie sich, Gang. Gang Zu ist da. Wie? Er ist ein Verrückter, ein Mörder. Fliehen Sie lieber. Oh. Schnell. An diesem Abend besuchte Skinoske den hohen Beamten Minbu Shoyu, der allein dem Shogun untersteht. Skinoske ist gekommen. Was wollen Sie so spät? Es ist wichtig. Kommen Sie herein. Ich komme. Gold? Und dieser Barren ist bei der Witwe Akuri gefunden worden? Sagen Sie, ist das wahr? Jawohl. Kamiya Judayus Helfershelfer, Hisenya Tokube, hat ihn ihr als Geschenk übergeben. Er scheint aus der Goldmine des Shogun auf der Insel Sado zu stammen. Meinen Sie, Sie haben das Gold dort geraubt? Nein. Schauen Sie sich die Rückseite an. Merkwürdig. Schauen Sie genau hin, das ist nur äußerlich Gold. Eine Fälschung? Nach Sado ist ein Schiff unterwegs mit Tatewaki und Hisenya Tokube an Bord. Im Frachtraum des Schiffes, der Hisen Maru, sind, da bin ich sicher, solch gefälschte Goldbarren versteckt. Wollen Sie etwa behaupten, die haben vor, die Fälschungen mit dem echten Gold zu vertauschen? Ja, das falsche Gold wird aufs Regierungsschiff umgeladen. Und das echte an Bord der Hisen Maru gebracht, die damit den Heimweg antritt. Das Regierungsschiff aber mit den Fälschungen wird nie hier ankommen. Es wird versenkt. Das ist für wahr ein raffinierter Plan. Also, was ist zu tun? Zwar entsandte ich damals sofort einige Beamte nach Sado, gleich nachdem sie mir diese Angelegenheit zur Kenntnis gebracht hatten. Doch falls der Statthalter von Sado mit den Schurken im Bunde ist, werden meine Leute dort nicht viel ausrichten können. Selbst wenn es gelingt, Tatewaki und Hisenya rechtzeitig zu verhaften, kommt nicht viel dabei heraus. Man hätte noch keine Beweise gegen sie. Wie denn? Sollen wir abwarten, bis sie zurück sind? Sollen wir sie erst nach der Tat verhaften? Was bleibt uns sonst übrig? Was habt ihr für eine Botschaft zu überbringen?
Bitte, ein Kurier aus Sado traf soeben ein. Unser Regierungsschiff soll gesunken sein. Explodiert und gesunken. Es war voll beladen mit Gold. Was? Das Regierungsschiff ist gesunken. Wie ich vorausgesagt hatte, so ist es gekommen. Ich habe die Nachricht erhalten, dass das Schiff Hisin Maru bereits vor 2 Wochen Sado verlassen hat. Es muss also in diesen Tagen hier eintreffen. An Bord sind Tatewaki und Hisenya Tokubei und mit ihnen die echten Goldbarren. Empfangt sie, wie es ihnen gebührt. Das werden wir tun. Ich lasse alles vorbereiten. Auf zum Hafen! Sieh an, da kommen sie schon, die Boote zum Umladen. Ja, 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 ja. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Wenn ausgeladen ist, machen wir uns einen lustigen Abend. Wir haben auch allen Grund zum Feiern. Ja. So eine Fracht hatte ich noch nie. Alles Gold, was man im letzten Jahr gefördert hat, haben wir hier unter unseren Füßen. Wir stehen auf Gold. Als mir Frau Akuri seinerzeit diesen Plan vorlegte, habe ich es nicht für möglich gehalten, dass alles so reibungslos verlaufen würde. Alles ist gelungen. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Sie nicht weniger, habe ich recht? Der Plan stammt von unserem klugen Hofrichter Kamiya Judayu, nicht von mir. Aber ohne uns, seine Helfer, hätte er ihn nie verwirklichen können. Wenn schlaue Köpfe wie wir beide ans Werk gehen, ist der Erfolg so gut wie sicher. Kapitän! Euer Schiff wird durchsucht! Wir werden euch Schmuggler entlaufen! Jeder Widerstand ist zwecklos! Lasst uns an Bord! Kapitän! Ja? Schnell weg! Was? Weg? Wohin denn? Egal wohin, nur schnell! Ja, so einfach ist das nicht, Herr. Wie stellen Sie sich das vor? Kapitän, wir sitzen in der Falle! Überall um uns herum sind Boote Seenot! Da und da und da und da, überall! Was ist denn nur los? Was wollt ihr eigentlich von uns? Weg! Ah! Ashoka Tatewaki! Gib auf! Hör zu! Du kennst mich. Minbu Shoyu bin ich. Wir wissen, dass du, der Stellvertreter des Statthalters von Sado, gemeinsam mit dem Kaufmann Hisenya regierungseigenes Gold auf dieses Schiff gebracht hast. Wir wissen auch, dass du, Hisenya Tokubei, zum Zwecke der Täuschung gefälschte Goldbarren hast anfertigen lassen. Diese Fälschungen wurden auf deinem Schiff nach Sado befördert. Noch etwas wissen wir. Das mit falschem Gold beladene Regierungsschiff wurde gesprengt, und zwar auf euren Befehl, ihr Verbrecher. Das muss ein Irrtum sein. Ich weiß von alledem nichts. Glauben Sie mir, ich war immer ein grundehrlicher Mann. Lüge! Wir haben Beweise in der Hand. Hier sind sie. Solche Truhen hier haben wir im Laderaum gefunden. Öffne! Ja. Nun, Hisenya, behauptest du immer noch, dass du von nichts weißt? Passt auf, er bringt sich um! Weg! Keiner rührt mich an! Ja, ja, richtig so. Das war dein Lohn. Er war es, er allein, nur er. Asakra hat sich diesen Plan ausgedacht. Ich habe nur das Schiff für seine verbrecherische Tat zur Verfügung gestellt. Ah. Lass die Lügen, gib auf, Hisenya. Das zur Erinnerung.
Du entrennst mir nicht. Gangzu! Gangzu ist da! Er war es, Gangzu! Gangzu will mich ermorden! Nehmt ihn fest! Fesseln! Ich bin unschuldig! Noch am gleichen Abend wurde dem höchsten Regierungsberater, Herrn Matsudaira, der Vorfall gemeldet. Schau dir das an. Außen vergoldet, innen Kupfer. Das ist der Beweis. Herr Minbu Shuyu hat mich um eine Untersuchung dieses Falles gebeten. Fälschungen wie diese und dazu das echte Gold auf Hisenya Togubeis Schiff. So leid es mir tut, ich muss auch dich befragen. Was weißt du, Jutayu, von dieser Sache? Nun, ich weiß von nichts. Versuche nicht, mich zu täuschen, Jutayu. Nein. Die Wahrheit kommt doch ans Tageslicht. Vergiss nicht, wir haben Hisenya in Gewahrsam. Also, hast du bei diesem Betrug mitgewirkt? Ja. Ich bitte um Vergebung. Ich ahnte es. Warum musstest du diese ruchlose Tat unterstützen? Was bist du denn gewesen, ein kleiner Hatamoto? Und was bist du geworden, ein großer Hatamoto, ja sogar Hofrichter? Und all das verdankst du mir, meiner Gunst. Wie kann ich einen Gesetzesverletzer noch schützen, verdammter Tor? Sie fragen mich, warum ich es getan habe? Und? Nur mit Geld kann man Politik machen. Wie? Nur wer viel Geld hat, hat auch viel Macht. Reichtum allein ermöglicht Einfluss. Ich denke dabei nicht an meine Person. Ich wollte das Geld nicht für mich haben. Es sollte Ihnen, Itsunukami-sama, gehören. Das war mein Plan. Damit hätten Sie Ihre geheimsten Wünsche verwirklichen können. So war es gedacht. Das war auch der Grund, das Angebot Ihrer Tochter in Anspruch zu nehmen. Akuri, sie hat auch mit dieser Sache zu tun? Jawohl. Frau Akuri hat sich bereit erklärt, Tate Waki zu diesem Plan zu überreden. Sie kennt ihn von früher her. So ergab es sich. Bedenken Sie also, ob es ratsam ist, die Untersuchung des Falls in aller Öffentlichkeit und Gründlichkeit vorzunehmen. Auch Ihre Tochter käme dann vor Gericht. Obwohl sie seit langem ihr eigenes Leben führt, so sind doch ihre verwandtschaftlichen Beziehungen überall bekannt. Ich wage zu bezweifeln, dass das ihrer Stellung förderlich wäre. Du wagst es. Du wagst es, mir zu drohen? Verzeihung, es war nicht mehr als eine Überlegung zu Ihrem Wohl. Ich bitte Sie um Gnade und Vergebung. Hisenya war nach seiner Verhaftung ins Hafengefängnis gebracht worden. Verfluchte Skinoske! Kamiya-sama! Leise! Hisenya, wie geht es dir, mein Freund? Skinoske verdanke ich das. Er steckt dahinter. Skinoske hat alles entdeckt. Er hat unseren Plan der Regierung verraten. Von Skinoske kommt alles Unheil. Reg dich nicht auf. Ja, sie sind draußen. Sei ruhig. Ich hole dich hier schon raus, ganz bestimmt. Wann schaffen Sie das wirklich? Verlass dich darauf. Sind wir nicht seit vielen Jahren, seit dem Shimabara-Krieg, enge Freunde? Danke, danke. Ich dachte schon, ich muss sterben, von allen verlassen. Mein Freund, dass Sie gekommen sind. Morgen früh wird ein Bote von Matsudaira hier erscheinen. Nicht mehr lange und du bist frei. Frei? Frei? Hier, trinke einen Schluck, damit du gut schläfst.
Es wird die letzte Nacht sein. Morgen bist du schon ganz woanders. Herrlich. Ich gehe jetzt. Also bis bald und vielen Dank. Lange Bertha, sage, du wirst schmecken. Konnte so etwas passieren? Sie sehen ja Tokube vergiftet. Und wer hat ihn besucht? Kamiya Jodayu ist dort gewesen. Halt, Minbu Shoyu. Sie dürfen nicht so vorschnell urteilen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er als Hofrichter heimlich diesen Verbrecher besucht. Aber er hat das getan. Tatsächlich. Mizuno sah ihn nachts weggehen. Außerdem gibt es Zeugen, die wachen. Minbu Shoyu, bitte warten Sie ab. Gut. Oberaufseher. Ja. Wenn es an die Öffentlichkeit dringt, dass der Häftling im Hafengefängnis vergiftet worden ist, gibt es großen Ärger. Sie als Oberster der Aufseher tragen dafür die Verantwortung. Aber auch ich muss mit einer strengen Strafe rechnen. Also, es war gestern niemand im Gefängnis. Tokube hat sich aus Verzweiflung selbst gerichtet. Besucht hat ihn niemand. Aber ich bitte. So war es. Das ist die Wahrheit. Jawohl. So eine Untat wird einfach vertuscht? Hat der Matsudaira, der Regierungsberater, ein schlechtes Gewissen? Ich finde, das ist eine Schweinerei. Du hast das rechte Wort gebraucht, Ogin-sama. Ich finde das auch. Es geht mich gar nichts an, aber ich kann mich wahnsinnig darüber aufregen. Aber hat das nicht auch was Gutes? Du hast schon lange nichts mehr über Gangtsuo geschrieben, Ogin-sama. Sollten wir die Sache nicht künstlerisch verarbeitet unter die Leute bringen? Ja, denkst du, wir können es wagen, das zu verkaufen? Wenn ich mir vorstelle, dass so eine Schweinerei einfach im Dunkeln verschwindet, also das wurmt mich zu sehr. Wir müssen den Giftmord im Gefängnis in ganz Edo verbreiten. Unter dem Titel, wie hohe Herren sich reinwaschen. Lass mich machen. Ich hab da schon so eine Idee. Aber du, diesmal ist es gefährlicher als sonst. Willst du, dass wir beide im Gefängnis landen? Ach, wir sind Streiter für die Gerechtigkeit. Raff deinen Mut zusammen, so kenne ich dich ja gar nicht. Alle Bürger von Edo werden hinter uns stehen, wenn wir aufdecken, was da gespielt wird. Vor dir sitzt ein Held. Kind dazu. Ihr Leute, ich bitte um Aufmerksamkeit. Neues von Gangtsuo, ein Sonderheft. Kauft schnell, ihr Leute, kauft schnell, es lohnt sich bestimmt. Es geht um einen Giftmord, um Betrug und hohe Politik. Kauft, Leute, solange der Vorrat reicht. Ich soll von meinem Posten als Hofrichter zurücktreten? Jawohl. Schlimmes wird über dich verbreitet. Ach, Sie sprechen von diesen verleumderischen Heften? Man kann doch die Verkäufer verhaften und die Ware beschlagnahmen. Jodayu, ich warne dich. Versuch nicht, die Dinge zu verharmlosen. Es wäre unklug, trotz der Gerüchte auf deinem Posten zu beharren. Ich rate dir, täusche eine Erkrankung vor und verlasse Edo für eine Weile. Aber wenn ich das tue, mache ich mich doch erst recht verdächtig. Jodayu! Du bist schuldig. Du weißt es, ich weiß es. Also spiele mir nichts vor. Ich werde versuchen, mit allen Mitteln meiner Macht deine Schuld zu vertuschen. Wenn du jedoch meinem Rat nicht folgst, muss ich dich fahren lassen. Gut. Ich beuge mich Ihrem Befehl, Izunokami Matsudaira. Du kennst doch den Tempel in Izu. Dorthin begib dich und warte ab. So lange, bis ich dich zurückrufe. Ergebensten Dank. Skinoske ist dir auf den Fersen.
Deshalb reise nicht ohne Leibwächter. Du solltest so schnell wie möglich verschwinden. Noch heute Nacht. Heute Nacht schon? Muss das sein? Es muss sein. Und vor allem ohne Aufsehen. Es sei, wie Sie es wünschen. Bewachst du Judah Yu neuerdings? So kann man's nennen. Ich sehe nur mal nach dem Rechten. Es ist recht gut, dass ich dich treffe. Ich habe eine Nachricht für deinen Freund. Sag es, Ginosuke, dass Judah Yu abreist. Nach heute Nacht macht er sich auf den Weg in Richtung Izu. Mich nimmt er als Leibwächter mit. Hast du verstanden? Bitte, was wünschen Sie? Stell Sake bereit. Ja, Herr, aber... Für meine Reise. Wie? In 2 Stunden reise ich ab. Ja. Wenn man nur wüsste, wie lange es dauert, wie lange ich Edo fernbleiben muss. Vielleicht wird es mehrere Monate dauern. Sie werden doch bei mir bleiben. Die ganze Zeit. So lange, bis Ginosuke erscheint, selbstverständlich. Er wird nicht erscheinen. Was gibt's? Ich habe dich nicht gerufen. Ich hörte, du reist ab? Ja. Du hast mir nichts davon gesagt. Darf ich erfahren, wohin du gehst? Nein, du wirst es nicht erfahren. Du bist nicht mehr meine Frau, ich traue dir nicht. Eus Ginosuke würde es sofort von dir erfahren, wo ich mich aufhalte. Ich werde dir nicht sagen, wohin ich gehe und wann ich wiederkomme. Es steht mir nicht zu, zu fragen. Doch erlaubt es denn dein Amt, dass du so einfach von Edo fortgehst? Sorge dich nur nicht. Ich bin von heute an nicht mehr Hofrichter. Ich bin noch weniger als Jurosa. Ich bin ein herrenloser Samurai geworden. Und wem habe ich das zu verdanken? Diesem verfluchten Eus Ginosuke. Na, freut es dich? Gib ruhig zu, dass du dich freust. Zeige es uns. Lache! Du brauchst dich nicht zu verstellen. Los, lache! Was soll das? Beleidigen Sie sie nicht. Wer seine Frau so behandelt, stellt er sich nicht selbst ein schlechtes Zeugnis aus? Das werde ich nicht tun. Ich, Mizuno Jurosaemon, werde Ihnen nicht helfen. Ich habe meine Gründe. Du verrätst mich? Du verweigerst deine Pflicht? Bist du dir über die Folgen im Klaren? Ich kenne sie.
Und? Gut. Die Entscheidung möge fallen. In wenigen Augenblicken verlöscht mein Hass. Wie lange habe ich auf diesen Tag, diese Stunde gewartet? Mehr als 10 Jahre. Vater. Endlich ist sie da. Die Stunde der Rache. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Unsere Feinde sind vernichtet. Alle, die das Unglück über uns gebracht haben, erhielten ihre Strafe. Jetzt endlich kannst du in Frieden ruhen. Mutter, ich bitte dich, verlasse auch du Edo und gehe mit uns. Ja, auch ich bitte dich, komm mit uns. In einem anderen Land, weit weg von hier, wollen wir ein neues Leben beginnen. Ohne Angst, ohne Leid. Ihr seid sehr freundlich, vielen Dank. Aber ich möchte lieber in Edo bleiben. Wenn niemand deines Vaters Grab besucht, dann fühlt er sich sehr einsam. Wenn ich nicht in deiner Nähe bin, fühlst du dich einsam. Hab ich nicht recht, lieber Mann?
Es ist doch besser so. Wir haben eine weite, gefahrvolle Reise vor uns. Wir müssen einen Weg finden, Japan heimlich zu verlassen. Denn hier können wir nach alledem nicht bleiben. Wenn dir auf der Reise etwas zustieße, wie sollte ich das verantworten? Du würdest mich verfluchen, nicht wahr, Vater? Nein, das würde er nicht. Dass er nicht in Edo bleibt, kann ich ja verstehen. Aber wenn er so weit weggeht, sehen wir uns nie wieder. Nachdem ich mein Ziel erreicht habe, möchte ich, ohne mich verstecken zu müssen, in einem anderen Land ein völlig neues Leben beginnen, Mutter. Was auch geschieht. Ihr Sohn und ich, wir werden es gemeinsam tragen. Ich will ihm eine gute Frau sein. Das wirst du, Marvin. Skinuske. Ich wünsche euch beiden nur Glück. Liebe Mutter. Rosa, wo steckst du? Ist das eine Geschichte? Rosa. Ist dir denn klar, was das für dich bedeutet? Weißt du das? Harakiri, ich weiß. So ist es also wahr, dass du absichtlich Aois Kinosuke nicht gehindert hast, Kamiya Jurayu zu töten. Mizuno Jurosaemon war von jeher ein Einzelgänger. Sein Leben lang hat er es verstanden, sich allen Zwängen zu widersetzen. Und was hat er nun davon? Jeder versucht, so angenehm wie möglich zu leben in dieser unkriegerischen Zeit. Und du, Dummkopf! Dein Stolz bringt dich zu Fall, Shurosa. Weine nicht, Kiko. Wenn auch dein Bruder stirbt, dein Leben geht doch weiter. Ich bin sicher, du findest dein Glück. Glaube mir. Nimm mein Versprechen. Ich, Okubo Nikosaemon, gelobe, deine Schwester in meine Obhut zu nehmen, Shurosa. Du kannst beruhigt in den Tod gehen. Vielleicht hast du noch irgendeinen Wunsch, was kann ich noch für dich tun? Ich möchte gern mit einem Tanz Abschied nehmen von diesem Leben. Bitte singen Sie für mich. Gut, mein Freund. Kiko. Die Trommel. Ja. Jo. Oh. Jo. Oh. Oh. Jo. Jo. Yeah.
Ihr braucht aber doch ein Schiff, um das Land zu verlassen. Und das ist sicher schwer zu kriegen. Oder habt ihr schon eins? Ja, Skinoski, ich nicht. Er hat vor einiger Zeit einer Geschäftsfrau kräftig unter die Arme gegriffen. Und zwar mit 100.000 Goldstücken. Und aus Dankbarkeit hat sie ihm eins zur Verfügung gestellt. Hm. Wie schade. Ich meine, dass ein gewisser Gentazzo nicht hier bleibt. Wirklich schade. Ich werde sehr einsam sein. Dabei hatte ich mich so darauf gefreut, für immer mit diesem Verrückten zusammenzuleben. Oh, ist das wahr? Mhm. Aber daraus wird nur nichts. Wenn du so weit weggehst, wenn dich die Ferne so lockt. Moment. Was machst du? Ich bleibe hier. Wie? Wenn es so ist, bleibe ich hier bei dir. Was? Tja, weißt du was denn? Wenn du so ein Gesicht siehst, überlege ich mir es noch anders. Trottel, ich freue mich doch. Hoffentlich. Hoffentlich ist es dir diesmal auch ernst. Hoffentlich, hoffentlich dir auch. Aber du, hör mal, kannst du denn deinen Freund einfach im Stich lassen? Kann ich. Sie sind zu zweit, wir sind zu zweit. Gut verteilt. Vielleicht sind die anderen beiden ganz zufrieden. Haben sie einen lästigen Begleiter weniger? So wird's sein. Das Schiff hat abgelegt. Es nimmt Kurs auf ein entferntes Land tief im Süden. Ein Regenbogen steht über dem Ozean. Es scheint, als wolle er die Brücke bilden, die Skinoske und Mabi den Weg in die Zukunft weist.